Chöre München proben für ihre festlichen Weihnachtskonzerte. Über 100 Mitglieder zählt Münchens ältester Kinderchor. Aktuell im Alter zwischen 8 und 24 Jahren. Ab sofort kann man die jungen Chöre München auch finanziell unterstützen. Sie sind nur ein Beispiel auf der Spendenplattform gutfürmünchen.de der Stadtsparkasse München. Das Schöne an diesem Projekt und an dieser Plattform ist, dass der Kunde entscheiden kann, für welches Thema er spenden möchte. Er kann es sich eins zu eins aussuchen. Zweiter Punkt, die Spende bleibt hier in München bei Projekten in der Landeshauptstadt. Und der dritte Punkt, die Spende geht eins zu eins an die jeweiligen Organisationen, weil die gesamten Kosten der Verwaltung und Abwicklung durch die Stadtsparkasse München getragen werden. Also insofern weiß man, jeder Euro, den man gibt, der kommt auch da an, wo er benötigt wird. Bei den jungen Chören München kann jeder mitmachen, der Freude am Singen hat. Inzwischen war die Institution 151 Mal auf Tournee. Nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch in Europa, Nordamerika, Japan und Australien. Die Ausbildung ist doch auch hier mit einigen Kosten verbunden, weil sie doch auch, würde ich mal sagen, recht semi-professionell ist. Und wir wollen damit, mit diesem Projekt und mit dieser Unterstützung, auch Kinder ermöglichen, die aus sozial schwachen Familien kommen, dass sie genauso mitmachen können, dass sie auch an den Reisen, die auch mit Kosten verbunden sind, teilnehmen können, damit sie das Gefühl haben, sie sind genauso integriert und nichts liegt uns ferner, als dass Geld nachher irgendwo entscheidet, ob einer so eine tolle Sache mitmachen kann oder nicht. Es ist ein Hobby, das die Kinder zusammenschweißt. Sie lernen aber nicht nur das Musikalische, sondern das ist viel, viel mehr. Die lernen in so einer Gruppe, sich in eine Gruppe einzuordnen, miteinander als Team was zu machen, einen gemeinsamen Erfolg zu haben. Über 650 Projekte kann man aktuell unterstützen. gutfürmünchen.de ist vor 2 Jahren gestartet. Inzwischen wurden über 2,7 Millionen Euro Spendengelder gesammelt. Die Institutionen müssen natürlich, bevor sie auf diese Plattform kommen können, nachweisen, dass es sich um förderungswürdige Projekte handelt. Sie müssen nachweisen, dass sie die Voraussetzungen gemeinnütziger Art erfüllen, damit auch entsprechende Spendenbescheinigungen für die Spenden ausgestellt werden können. Und bei den jungen Chören beginnt nach Weihnachten die Arbeit am Programm 2018. Unter anderem wird es ein Musical geben und Tourneen durch die Benelux-Länder und die Schweiz.